Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. Okay, also dann, wer ist denn nun das wahre Opfer? Das müssen wir erstmal herausfinden. Das ist es doch, was ich gleich am Anfang gesagt habe. Du bist doch derjenige, der uns zwingt, hier in Kreisen rumzulaufen. Okay, als nächstes müssen wir auf jeden Fall das Opfer identifizieren. Das ist der Anfang von allem. Oder der Startpunkt von allem. Okay. Oha. Oh, Tattoo auf der rechten Hand könnte hier wichtig sein. Ich guck's mir aber gleich nochmal an. Wartet. Halt. Also Sprinklers, ich glaube nicht, dass die was damit zu tun haben, aber Tattoo auf der rechten Hand. Okay, wobei hier nicht mit drin steht die Info, dass das ein Zeichen dieser. Wie hießen die? Fenrir, glaube ich, ne? Und was war das andere? Exploded. Oh, das hier. Das schauen wir uns noch kurz an. Blabababa. Hm, das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, es wird was mit dem Tattoo zu tun haben. Vielleicht identify the body anhand des Tattoos. Ja, genau, was auf dem Körper der Leiche war oder des Opfers. Ich denke, das wird sein. Okay, wartet. Gleich. Ja. Ich dachte, ich treffe nicht, weil da plötzlich dann doch noch dieses Gegenargument kam oder dieses Durcheinandergelaber. Es gab einen Hinweis, den wir nutzen können, um die Leiche zu identifizieren. Was, echt jetzt? Wenn du lügen solltest, dann wirst du einen grausamen und unüblichen Tod erleiden. Einen grausamen und unüblichen Tod? Das will ich sehen. Ach, sie labert doch nur Blödsinn. Ignorier sie, Makoto. Sag uns, wovon du reden wolltest. Der Schlüssel, um herauszufinden, wer die Person war, ist das Tattoo auf der Rückseite der Hand. Oh ja, das Design ist schon ziemlich seltsam, hm? Huh? Ist das ein Hund? Oh Mann, ihr Master hat sie bestimmt dazu gebracht, sich das stechen zu lassen. So in der Art, du bist jetzt meine Bitch. Ernsthaft? So etwas, wie nennt man das? Humiliating ist was ein... Oh Mann, ich komme nicht auf das Wort, wartet, ich will es unbedingt sagen. Ach, ich muss Pons erst noch starten. Pons. Eigentlich wäre auch nicht schlecht ein Buch, aber ich glaube, dann würde ich noch länger brauchen. Also ein Wörterbuch aus Buch sozusagen. Humiliating. Erniedrigend. Ah, oh, ja, das war's. Ich habe mich eben gewundert, weil die Pause so lang war. Nein, das ist es nicht. Die Identität des Opfers befindet sich in der Bedeutung dieses Tattoos versteckt. Boah, wirklich? Okay, wenn man das Tattoo mit dieser anderen Information vergleicht, die wir haben, dann sollte die Identität des Opfers klar sein. Okay, warte, da muss ich jetzt erstmal gucken, was gemeint ist. Oh Gott, es gibt hier echt viele Sachen. Das hier, oder? Oder gibt es noch was anderes? Nee. Ich würde sagen, es muss das hier sein. Ja! Die Fenrir-Söldner, das ist der Name der Militanten oder der Militärgruppe, zu der Mukuro Ikusaba gehörte. Okay, und? Um zu zeigen, dass sie ein Mitglied des Teams sind, muss jeder Soldat, der sich dieser Einheit anschließt, sich irgendwo an seinem Körper ein Tattoo stechen lassen, das Fenrir repräsentiert. Fenrir? Das Bild, das Fenrir repräsentiert, ist... What?
Ein Wolf, oder? Ja, das ist Hangman. Ich würde sagen, es ist ein Wolf gewesen. Ja, das passt. Das ist bestimmt ein Wolf. Oh Mann, oh Leute. Ha! Easy. Neue Bestzeit, ey. Fenrir repräsentiert einen Wolf. Fenrir, Fenrir, der Wolf von Ragnarok. Das stammt aus der nordischen Mythologie. Ein riesiges Wolfswesen, das das Leben auf der Erde beendet. Er ist das Kind des Gottes Loki und eines weiblichen Giganten. Mann, nach dieser langen Zeit kriegen wir endlich mal Einblick in diesen literarischen All-Star hier. Ein Wolfstattoo, dann bedeutet das ja... Exakt, die Leiche, die wir fanden, hatte das Tattoo eines Wolfes. Das bedeutet, diese Person muss einst zu Fenrir gehört haben. Es muss also Mukuro gewesen sein. Was? Momentchen mal, aber sollte sie nicht diejenige gewesen sein, die hinter all dem steckte? Oh, ihr klingt überrascht, aber ihr liegt absolut richtig. Ja, tatsächlich. Bei diesem Trial geht es darum, den Mord an Mukuro Ikusaba aufzudecken. Was? Willst du etwa sagen, der Mastermind ist tot und wir müssen deswegen ein Class Trial abhalten? Nein, das bedeutet, dass wir die ganze Zeit falsch gelegen haben, dass Mukuro der Mastermind wäre. Aber naja, ich meine, die ultimative Verzweiflung genannt zu werden, hört sich schon so ziemlich nach einem Mastermind an, oder? Vielleicht hätten wir von Anfang an nicht so, hätten wir sie nicht ansehen dürfen als die ultimative Verzweiflung. Wie meint er das? Nachdem ich mir ihr Profil angeschaut hatte, konnte ich nichts finden, was irgendwie zu dieser Beschreibung passen würde. Ich sah nur, dass dort stand, dass sie die ultimative Soldatin wäre. Also war das eine Lüge gewesen. Wenn ich mich recht erinnere, dann kam diese andere Information von... Oh. Stimmt, Kyoko hatte das ja behauptet. Kyoko, du warst es, die das Makoto erzählt hat, richtig? Bedeutet das, Kyoko hat es falsch verstanden? Aber wer war sie dann? Wer war Mukuro Ikusaba? Die ganze Zeit ist sie fort und als sie endlich auftaucht, da wird sie gleich ermordet. Normalerweise, wenn es eine Szene gibt, in der ein wichtiger Charakter stirbt, dann gibt es viel mehr Details. Willst du damit andeuten, dass sie kein wichtiger Charakter gewesen wäre? Das würde dann bedeuten, sie war einfach nur eine weitere von uns, eine weitere Teilnehmerin. Wer ist denn dann der wahre Mastermind? Dann muss es wohl doch der Direktor der Hope's Peak Academy gewesen sein. Nein, der Direktor hat nichts damit zu tun.
Aber wie können wir dem vertrauen? Wir wissen bereits, dass die Information, die du uns über Mukuro gegeben hast, falsch war. Meine Information war nicht falsch. Okay, okay, wir sind mitten in einem Trial. Herauszufinden, wer Mukuro umgebracht hat, ist jetzt das Wichtigste. Bitte unterlasst von nun an dieses ganze Smalltalk, ja? Okay. Die Identität des Masterminds herauszufinden, muss wohl noch warten. Aber vergiss nicht. Egal was geschieht, wir werden herausfinden, wer du wirklich bist. Darauf verwette ich meinen Familiennamen. Ich habe offiziell entschieden, alle Versuche einer Provokation absolut zu ignorieren von nun an. So, und nur damit keiner verwirrt ist, lasst es mich noch ein letztes Mal sagen. Der Grund dafür, dass wir ein Class Trial abhalten, ist, dass es einen Mord unter den Schülern gab. Hämmert euch das in eure Köpfe rein. Du willst damit also sagen, dass sowohl das Opfer als auch der Verbrecher zur Schülerschaft gehörten? Dann hat einer von uns Mukuro getötet? Wartet, nein, es gibt doch noch die Chance, dass es irgendeine mysteriöse 17. Person gibt, die sich die ganze Zeit versteckt hat. Nein, es gibt nur 16 Schüler insgesamt, die an der ganzen Veranstaltung teilgenommen haben. Ernsthaft? Dann hat einer von uns Mukuro getötet? Wer war diesmal der Killer? Reiß dich zusammen, wir konnten doch die Liste der Verdächtigen bereits reduzieren. Hä? Ich bin mir sicher, du weißt, über wen ich rede, nicht wahr, Makoto? Auf wen deuten denn die Beweise? Okay, es kann nur zwei Verdächtige geben. Mukuro und den Direktor? Toko? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube... also es könnte natürlich Selbstmord sein und Kyoko war verschwunden. Makoto? Ich? Ach so, ja klar, ich! Ja, oh Mann, ich bin eben mit Mukuro durcheinander gekommen. Ja, dann ist es das hier auf jeden Fall, weil wir waren halt krank die ganze Nacht, das war super verdächtig und Kyoko war verschwunden. Du hast es auf mich und Kyoko reduziert, nicht wahr? Wieso sagst du das? Erlaube mir, das zu erklären. Kurz nach Einbruch der Nacht ging ich in den Garten. Deswegen kann ich bestätigen, dass sich dort zu jenem Zeitpunkt keine Leiche befand. Also muss der Mord geschehen sein, nachdem ich den Garten verlassen hatte. Aber Hiro, Toko, Hina und ich waren die ganze Zeit in der Sporthalle. Die Sporthalle? Richtig, wir vier haben versucht, Monokuma auseinanderzunehmen. Die ganze Zeit waren wir sehr vorsichtig und gingen nirgendwo alleine hin. Wir gingen sogar zu zweit auf die Badezimmer, auf die Toilette. Das heißt,
dementsprechend haben wir vier alle Alibis. Und die einzigen, die keine Alibis haben... sind ich und Makoto, und deswegen seid ihr in der Lage, die Liste der Verdächtigen zu reduzieren. Exakt. Okay, die einzigen Verdächtigen sind ich und Kyoko. Verdammt, das kann ich so nicht stehen lassen. Irgendwie muss ich meinen Namen reinwaschen. Es gibt da etwas, das ich gerne erwähnen würde, wegen der ganzen Alibi-Sache. Willst du etwa Einspruch erheben? Tja, bevor wir dazu kommen, würde ich gerne erstmal versuchen, herauszufinden, wann der Mord eigentlich genau geschehen ist. Vielleicht können wir dadurch weitere Hinweise finden. Wie du willst. Los, es soll sich jemand melden und ihm helfen. Also ich und Byakuya können beide bestätigen, dass die Leiche nicht im Garten war um... Naja, es war auf jeden Fall nach Anbruch der Nachtzeit. Das muss so circa um 10 Uhr abends gewesen sein. Also muss der Mord nach 10 Uhr abends geschehen sein. Also war dann wohl der Zeitrahmen für den Mord zwischen diesem Zeitpunkt und dem, an dem wir die Leiche fanden, nicht wahr? Oh, aber um welche Uhrzeit fanden wir die Leiche? Wer die Leiche zuerst fand, war Toko, richtig? Oh, das war, als sie die Spitzhacke holen wollte. Das war um 9 Uhr. Die Leiche muss um 9 Uhr morgens entdeckt worden sein, denn das war ja die Uhrzeit, zu der Toko die Spitzhacke holen wollte. Ja, das wissen wir doch. Toko, wie spät ist es? Ja, bla bla bla, es ist 9 Uhr. Okay, sei sofort wieder zurück. Er hat recht, das muss da gewesen sein. Also können wir uns absolut sicher sein, dass der Mord irgendwann zwischen 10 Uhr abends und 9 Uhr morgens geschehen ist. Also ich schlief bereits, als die Nachtzeit begann. Deswegen habe ich leider kein Alibi nach 10 Uhr. Aber ich bin mir sicher, ich habe alle anderen wiedergesehen. Noch vor 9 Uhr morgens. Wir trafen uns in der Essenshalle, richtig? Das war so circa... Oh ja, genau, so 7:30 rum. Ich erinnere mich, dass ich noch auf die Uhr schaute, bevor ich in die Essenshalle hineinging. Deswegen bin ich mir ganz sicher. Das bedeutet, von 10 Uhr abends bis 7:30 morgens hast du kein Alibi. Okay, der Mord geschah zwischen 10 Uhr abends und 9 Uhr morgens. Und ich habe kein Alibi zwischen 10 Uhr abends und 7:30 Uhr morgens. Okay, scheint, als hätte dieses Spiel begonnen. Wenn ich ein Alibi vorzeigen kann für diese Periode, dann muss ich einfach nur beweisen, dass der Mord zu jener Zeit nicht geschah. Hä? The murder didn't happen in the time at all. Achso, ich muss beweisen, dass der Mord quasi nicht in der Zeit geschah, in der ich kein Alibi habe. Okay, und das, damit mir das gelingt, muss ich klarstellen, wann die Leiche im Garten geendet hat. Wann die dort auftauchte. Das muss was mit der Sprinkleranlage zu tun haben. Damit können wir wahrscheinlich was beweisen. Fragmente. Okay, wartet. Okay. Also nochmal die Analyse. Da. Dann haben wir das hier. Okay. Wäre nass geworden, ist aber nicht. Okay,
日本大ヒッチのアリバイがないのが夜10時から朝7時30分までの間だったよね。Ich weiß nicht, darauf die Sprengkraft? Ich weiß nicht. Ja, okay. Schon klar. Na gut, es scheint mir so simpel, darauf zu schießen. Aber dann machen wir es halt. Wann kommt's denn? Ich glaube gleich, ne? Upsi! Okay, erschreck mich doch nicht so. Okay, wartet. Dann muss ich noch mal gucken. Es bringt mir ja nichts, das einzusaugen. Vielleicht ist es doch Exploded Body Analysis, weil die aussagt, dass um 7.30 Uhr... Hä? Ja, ich weiß, die Sprengleranlage im Garten geht um dieser Zeit an. Lass mich mal überlegen. Ja gut, dann probiere ich es halt hiermit. Hä? Scheiße, ich raff jetzt gerade nicht. Okay. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber die Sprinkler auf 10 Uhr zu schießen, ergibt doch auch keinen Sinn. I don't know. Oder soll ich mit dem hinteren auf das vordere schießen? Ich finde den Sinn zwar nicht gerade einleuchtend, aber... Gucken wir mal. Okay, bla bla bla. Ich hab gar nicht gedrückt. Hä? What? Ey, ich raffe gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss die Folge jetzt leider auch mal beenden. Ich hab keine Zeit mehr drauf, ey, und ich weiß sowieso nicht, was ich tun soll. 10 o'clock at night? Ich verstehe einfach nicht, warum ich die Sprengler nicht darauf schießen sollte. Naja gut, ihr Lieben, ich mache an der Stelle erstmal eine Pause, dann lade ich sowieso das andere nochmal, dann können wir wieder mit vollen Herzen anfangen auszuprobieren, was es sein könnte. Es erschließt sich mir gerade nicht, außer ich übersehe irgendwas. Wenn nicht, weist mich darauf hin, wahrscheinlich kann ich nicht aufnehmen, werde ich keine Zeit haben aufzunehmen, bevor diese Folge hochgeladen ist. Dementsprechend könnt ihr gerne sagen, hey, ja, du kannst doch noch das und das machen, falls ich das irgendwie vergessen habe, ne? Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Danganronpa wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.